Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich euch meine neuen Produkte vorstellen. Und zwar endlich ist es soweit, wir haben jetzt die Aquarellgele für die Nass-in-Nass-Technik im Shop. Und ja, ich werde euch hier auch so ein bisschen was präsentieren, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich wird es noch weitere Präsentationsvideos geben, beziehungsweise richtig am Modell werde ich euch das Ganze nochmal zeigen. Und ja, wie ihr auch sehen könnt, wir haben jetzt auch solche Diamantpinsel im Shop. Also die sind wirklich sehr, sehr besonders mit so einem großen Diamanten hier hinten dran. Also das ist ein echter Hingucker. Ich denke, wenn ihr mit so einem Pinsel im Studio arbeitet, eure Kunden werden garantiert hin und weg sein. Und zwar gibt es den einmal hier in dieser Nail Art Pinselform, also ganz, ganz fein. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Modellagepinsel davon. Und zwar, die haben so ein Schraubgewinde, also die Kappe ist draufgeschraubt. Und ja, so sieht einmal der Modellagepinsel aus. Ich hoffe, ich war gerade im Bild. Wenn ich zeige euch das gleich nochmal mit der Kappe. Ja, so katzenzungenförmig ist der und halt natürlich auch mit diesem wunderschönen Diamanten hinten am Stiel. Also wer jetzt denkt, der ist jetzt vielleicht ein bisschen schwerer. Ja, er ist etwas schwerer, aber trotzdem, ich habe es ausprobiert, man kann trotzdem sehr gut damit arbeiten. Er liegt eigentlich gut in der Hand und ja, wie gesagt, dieser Eyecatcher mit diesem Diamanten, das ist einfach nur fantastisch und atemberaubend schön, wie ich finde. Ich liebe diese Pinsel. Nochmal zur Kappe, falls ich jetzt gerade nicht im Bild war. Also die lässt sich drauf schrauben und dann habt ihr euren Pinsel verpackt. So, ja, ich habe quasi schon mal mit den Pinseln angefangen und ja, die sind wirklich wunderschön, wie ich finde. Ich habe die Kappe jetzt hier nicht richtig drauf, deswegen sieht er so komisch aus. So, genau, zu den Aquarellgelen kommen wir gleich. Und zwar, erstmal möchte ich euch noch die Stamping Guides zeigen. Und zwar sind das solche hochflexiblen ja, Stamping Schablonen in dem Sinne, also ihr legt das auf eure Stamping-Schablone drauf, zum Beispiel mit irgendeinem ja, Spitzenmotiv beispielsweise. Und ja, und dann könnt ihr euch die Form, die ihr hier zum Beispiel seht, also in einer Smiley-Form, in einer French-Form, einfach ja, stampen. Ich habe dazu schon ein Video für euch abgedreht und zeige euch das Ganze natürlich auch am Modell, wie es funktioniert. Und ja, da haben wir zwei verschiedene von. Einmal mit French und Fullcover und einmal solche verschiedenen Formen, womit man ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Also mir fallen da auch schon wieder sehr viele Motive ein. Ich hoffe, ich finde Zeit, dass ich euch das alles mal zeigen kann. So, das sind die Stamping Guides. Wie immer verlinke ich euch die ganzen Produkte natürlich in der Infobox. Also ihr findet die im Shop unter neue Produkte oder in der entsprechenden Produktkategorie. So. Ja, was mache ich jetzt als nächstes? Genau, die zeige ich euch gleich. Dann habe ich hier noch ganz besondere Camouflage-Gele. Und zwar sind das Blender-Camouflage-Gele. Diese Blender-Camouflage-Gele sind dazu da, um ja, zum Beispiel einen Make-up-Ton, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, dieser Make-up-Ton, den ich jetzt hier drauf habe, ich muss das Licht mal ein bisschen so... Ich hoffe, ihr seht das jetzt besser. Dieser Make-up-Ton beispielsweise wäre euch zu rosa. Dann könnt ihr das mit dem entsprechenden Blendergel die Einfärbung etwas abändern. Und ihr könnt auch hier hinten zum Nagelwall hin viel auslaufender arbeiten. Das heißt, dass man den Rauswuchs dann im Nachhinein nicht mehr so doll sieht. Und ja, ich finde dieses Gel wirklich genial. Es gibt es in zwei Einfärbungen. Und ja, die werde ich euch jetzt gleich mal hier live am Nagel präsentieren. Hier seht ihr jetzt einmal die Farben. Und zwar ist das dieses hier. Und zwar, das ist das Blender Camouflage Nude. Das hat halt eben ja, keinen Pinkstich, keinen Rosé-Einstich. Und ja, das ist für alle, die eben kein Rosé-Gel mögen. Und damit lassen sich auch super natürliche Nude-Looks erstellen. Also ihr könnt die Gele halt auch für den Aufbau verwenden. Die haben eine leichte Transparenz. Also die sind nicht so hundertprozentig deckend, sollen sie ja auch nicht, denn sie sollen ja nur ja, die Einfärbung des vorhandenen Make-up-Gels sozusagen so ein bisschen ja, verändern in dem Sinne.
und diesen Übergang besser kaschieren, wenn ihr zum Beispiel ein Camouflage habt oder ein Make-up-Gel eben, welches sich auch nicht so schön nach hinten verblenden lässt, dann lasst ihr das einfach so, geht nicht bis ganz nach hinten zum Rand und geht dann mit einem von den Blendergelen drüber und so kaschiert ihr das Ganze auch nochmal. Und mit dieser Einfärbung hier, das ist das Blendergel Milky Rosé, das hat so einen milchig-roséfarbenen Einschlag. Damit könnt ihr dann zum Beispiel Gele, wenn ihr sagt, okay, ein Gel ist mir nicht roséfarben genug oder ihr mögt es eben, wenn es halt so ein bisschen roséartiger ist, könnt ihr dann dieses hier verwenden. Und je nach Hauttyp könnt ihr die Gele eben anpassen sozusagen. Ich beginne jetzt einmal und zwar hier mit dem Blender Nude. Ich werde das jetzt einfach mal auf den unvorbereiteten Nagel auftragen. Ihr seht ja, das ist alles ziemlich weit rausgewachsen, aber ich wollte diesen Nagel eben nutzen, um euch das jetzt mal zu zeigen. So, also es lässt sich ganz gewöhnlich wie ein gewöhnliches Make-up-Gel verarbeiten. Die Gele sind mittelviskos. Wer jetzt noch nicht so geübt ist oder Angst hat, dass da was in den Rand läuft, der kann auch diese erste Schicht, die ich jetzt aufgestrichen habe, weglassen, dann läuft das Gel nicht so stark. So, jetzt nehme ich mir eine kleine Menge auf. So. Und setze mir die hier hinten an den Nagelwall. Und ihr seht, das läuft auch richtig schön in Form. So, und ich hoffe, man sieht das jetzt im Video gut, dass sich eben der Farbton des vorhandenen Make-up-Gels leicht abändert und das Ganze eben ja eher ins Peach rüber geht und man sieht selbst den Auswuchs jetzt nicht mehr und es sieht wirklich sehr, sehr schön verblendet und eben auch sehr natürlich aus. Und bei diesen Gelen könnt ihr auch diesen Trick anwenden, dass ihr die Hand umdreht. Meine Nägel sind verfärbt. Ich habe gekocht und ein bisschen mit Gewürzen gepanscht, deshalb sieht das jetzt natürlich unschön aus. Aber darum geht es nicht. Also ihr könnt, wie gesagt, die Hand dann so umdrehen und die ziehen sich unheimlich gut glatt. Ich denke, ihr seht das, Moment, da. Es hat sich alles wunderbar glatt gezogen und wie gesagt, ich finde es wunderbar natürlich. Die Gele sind super, super praktisch und wie gesagt, es ist halt das Schöne daran, wenn ihr zum Beispiel auch einen Studiobetrieb habt. Ich wische das jetzt mal runter und zeige euch das nächste. Wenn ihr einen Studiobetrieb habt und jede Kundin hat ja so ihre, ihren eigenen Geschmack. Und so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, oh, die Kundin, die mag meine Camouflage-Gele nicht oder meine Make-up-Gele. Und wenn ihr dann zum Beispiel diese Blendergele habt, dann könnt ihr eure Gele immer so ein bisschen anpassen und wieder eine andere Farbgebung geben sozusagen. So, jetzt zeige ich euch das Milky Rosé. Einmal den Pinsel säubern. Und das gleiche nochmal. Bin ich im Bilde? Jawohl. So. Das Milky Rosé ist von der Konsistenz her ein Ticken fester, aber auch wirklich nur so ein Müh, sage ich jetzt mal. So, auch hier setze ich mir das Gel hier hinten hin. Und ihr seht, ich hatte mal ein Make-up-Gel, das nannte sich Blush Pink. Und dieses Gel hier hat eine ähnliche Einfärbung, wie ich finde. Also es ist wirklich so ein milchiger Roséton. Also das Gel oder beziehungsweise die Blendergele, ihr solltet die immer so ein bisschen anpassen, sage ich jetzt mal, dass die eben zum vorhandenen Gel passen. Bei dem hier, was ich jetzt drauf habe, passt eigentlich eher so das Peach, sage ich jetzt mal. Und wenn ihr eben ein Make-up-Gel habt, was so einen leichten oder noch mehr Rosé-Stich hat, da passt dann eben das Blender Milky Rosé besser dazu. Also da müsst ihr euch mal so ein bisschen durchprobieren, aber auch hier seht ihr ein sehr, sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Ihr könntet das auch für den Babyboomer verwenden zum Beispiel. Das gibt dann halt auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und
Ja, mir gefallen die Gele richtig, richtig gut. Ich hoffe, euch gefallen sie auch. Und ja, eben auch, weil ihr eure vorhandenen Make-up-Gele damit eben auch so ein bisschen anders einfärben könnt. Und eben, um unschöne, ja, Übergänge zu kaschieren, ist das wirklich genial. Das Gel ist mir jetzt hier übrigens so stark in den Rand geflossen, weil ich das hier, das andere, das Nude, einfach nur vom Nagel gewischt habe. Und dabei geht natürlich das Gel an die Haut und somit schafft man natürlich die Barriere. Also nicht wundern, das passiert euch nicht, wenn ihr ordentlich arbeitet und euch hier nicht den ganzen Nagel voll schmiert. Das ist immer der Vorführeffekt. Also wie gesagt, Blender-Camouflage-Gele und ja, meine Club-Mädels, ihr wisst ja, wie diese Gele funktionieren. Für euch hatte ich ja auch schon ein geheimes Video gemacht gehabt. Ihr wart quasi in der Produktionsphase mit dabei. Und ja, wenn ihr anderen auch Lust habt, in unseren Club einzusteigen quasi, dann ja, wir freuen uns immer über neue Club-Mitglieder. Die neuen Aquarellgele für die Nass-in-Nass-Technik gibt es auch als Set. Und zwar könnt ihr euch drei Farben aussuchen und die Base ist auch immer mit dabei. Und ja, das Ganze gibt es als Sparset sozusagen für 45,95 €. Und da spart ihr 10 € gegenüber dem Einzelpreis. Also einzeln kosten die Aquarellgele 12,99 €. Und die Base gibt es in verschiedenen Abfüllungen. Also die gibt es auch in Mehrpacks. Einzeln 16,99 € und dann bis hin zum Stückpreis von 9,99 €, je nachdem, wie viele ihr kaufen möchtet. Und ja, wir tragen die jetzt einfach hier erstmal auf so ein Kärtchen auf. Die gibt es in dieser praktischen Tropfflasche. So, hier haben wir einmal das Pink Passion. Das ist ein richtig toller Pinkton. So. Und ihr könnt das eben richtig toll dosieren. Ihr könnt da immer nur so einen kleinen Klecks nehmen. Und ja, finde ich unheimlich praktisch. Das hier ist das Dark Violet. So. Zack. Das ist ein unheimlich toller Farbton. Das sieht jetzt auf diesem Kärtchen erstmal noch nicht so spektakulär aus, diese Farbe. Aber ihr seht das hier schon auf dem weißen Untergrund, also der hier. Das ist wirklich ein richtig schöner Farbton. Jetzt haben wir hier das Grün, das Smaragd. Auch eine ganz tolle Farbe. Also das hat halt auch so einen Mint-Touch, ne? Also damit kann man halt auch Blattwerk und so gestalten. Ich zeige euch das mal hier. Ich habe hier ein kleines Experiment gemacht und hier seht ihr so ein Röschen eben mit diesen grünlichen Blättchen. Und ja, wie ich vorhin schon erwähnte, ich werde euch natürlich noch viele, viele weitere Designs zeigen. Hier haben wir jetzt das Deep Ocean. Hoppala. So. Das ist ein schöner Blauton. So. Den seht ihr hier auf weißem Untergrund. Also ihr könnt variieren. Die Base ist klar. Das heißt, ihr könnt diese Motive über sämtliche Farben drüber geben, wenn ihr das möchtet. Also es muss keinen weißen Untergrund haben. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und hier haben wir das Vampire. Das ist ein ganz toller Rotton. Also ich bin ja ein Rotfan. Und gerade ja, bei roten Rosen, das sieht immer sehr, sehr elegant aus. So, jetzt haben wir uns die ganzen Farben aufgetragen. Also hier seht ihr die nochmal auf einem weißen Untergrund. Ich zeige es jetzt nochmal. Das ist das Pink Passion. Ich habe einfach ein ganz gewöhnliches French Weiß darunter gegeben, habe das ausgehärtet. Dann bin ich mit der Base, mit der Aquarell Blooming Base drüber gegangen und dann in das feuchte Gel mit der Farbe. Und dann erhaltet ihr eben genau den gleichen Effekt, als hättet ihr eine weiße Base. Das fand ich allerdings unpraktisch. Hier haben wir jetzt die nächste Farbe. Das Dark Violet, allerdings eine weiße Base, wie gesagt, finde ich persönlich unpraktisch, denn man kann dann eben nicht auf verschiedenen Untergründen arbeiten und deshalb ist eine klare Base definitiv besser. So, hier haben wir jetzt einmal das Smaragd, das Deep Ocean und das Vampire. So, das sind die Farben, wie gesagt, auf einem weißen Untergrund. Und jetzt zeige ich euch hier mal an diesem Tipprädchen, wie ihr das Ganze anwendet. Das ist total einfach. Also die Base,
muss ganz dünn aufgetragen werden. Also nehmt da nicht zu viel, sonst funktioniert das nicht. So. Und dann streiche ich mir meinen ersten Tipp ein. Also ihr müsst das Gel natürlich nicht aufkratzen, aber eben auch nicht so dick auftragen. So. Ich hoffe, aus der Perspektive klappt das jetzt hier auch. So. Einmal. Und wir beginnen mit der ersten Farbe. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine Lieblingsfarbe, mein Rot. Und ich werde jetzt einfach Röschen malen. Moment. Ich schiebe mir das mal so ein bisschen zurecht und ich hole euch mal näher dran. So. Ich drehe mal das Farbkärtchen so ein bisschen um, damit ich da auch rankomme. Und los geht's. Also, das erste Röschen. Und zwar, ich beginne immer mit einem C und dann male ich weitere Cs rundherum um das erste C. Und ich denke, man kann schon gut sehen, wie toll das Ganze verläuft. Und ihr eben diesen, ja, Aquarell-Effekt erhaltet. Das ist wirklich genial. Hoppala, jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgematscht. Es ist wirklich schwierig, ein Design zu malen, sozusagen kopfüber. Aber es geht jetzt erstmal nur darum, dass ihr seht, wie schön diese Gele verlaufen. Und natürlich kann man nicht nur Rosen damit malen, das werde ich euch selbstverständlich auch noch zeigen. Ich werde euch ja, verschiedene Designs mit diesen Gelen zeigen. Und ja, was man damit alles Tolles zaubern kann. So. Wichtig ist eben, dass ihr die Base verwendet, denn sonst verlaufen die Gele nicht. So, hier haben wir unsere rote Rose. Und ich werde das jetzt einfach mal nicht aushärten, denn es wurde sich ja gewünscht, dass ich nicht so viel schneide. Also werde ich das jetzt auch mal berücksichtigen. So, ich fange jetzt mal von hier an. Also ich trage die Base wieder auf. Ihr müsst natürlich beachten, wenn ihr das jetzt nicht gleich aushärtet, die Gele fließen so lange, bis ihr sie aushärtet. Damit kann man auch noch so einen richtig tollen, ja, leicht transparenten Aquarelleffekt schaffen. Ich denke, ich werde euch das mal an einem Modell zeigen, was ich damit meine. Also wieder ein neuer Motivvorschlag. Und dann werdet ihr sehen, wie ich das meine. Also die zerfließen wirklich so lange, bis sie eben leicht transparent werden. So, Untergrund Nummer 2 ist geschaffen. Jetzt nehme ich hier das Pink Passion. Und male auch wieder ein Röschen. Wie gesagt, das ist jetzt nur der Demonstration halber. So. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach. Also ihr nehmt dann wirklich mit einem feinen Pinsel, Moment, jetzt muss ich mal schauen, zack, mit einem feinen Pinsel so einen kleinen Klecks vorne an die Pinselspitze und dann setzt ihr das in die feuchte Base rein und schon zerfließt das Ganze richtig toll. Also das ist wirklich, diese Nass- und Nass-Technik ist wirklich wunderschön und es geht wirklich sehr, sehr schnell, ne? Also gerade im Studio ist es ja wichtig, dass man auch schnelle Nail Art anbieten kann, denn Zeit ist Geld, wie wir alle wissen. So. Und schwuppsdiwupps, fertig ist euer Röschen. So. Ist jetzt nicht die schönste Rose geworden, aber das macht jetzt nichts. So. Und die Rose mit dem Pink Passion. Also ich finde das wirklich genial. Und hier seht ihr das jetzt schon. Das Gel zerläuft wirklich so lange, bis ihr das Ganze aushärten lasst. Und ja, danach kann man sich eben halt auch so ein bisschen richten. Je nachdem, wie stark ihr das zerfließen lassen möchtet, könnt ihr eben entsprechend warten. Und ja, und wenn ihr dann den Punkt erreicht habt, wo ihr sagt, ja, jetzt finde ich das Motiv am schönsten, dann gebt ihr das Ganze in die UV-Lampe oder ihr könnt das Ganze auch in einer Multilampe, also in einer Kombilampe UV-LED aushärten lassen. Und
Ja, habe dann eben wunderschöne Nail Art. Jetzt kommen wir hier zu dem Dark Violet. Das ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Das ist wirklich so schön. Also ihr seht es, es sieht hier sehr, sehr dunkel aus, schon fast bräunlich. Und dann ist das so eine wunderschöne Farbe. Also ich finde sie genial. Ich liebe diese Farbe. So. Und auch hier einfach nur so kleine Cs malen. So. Und das Ganze macht man eben so lange, bis man die gewünschte Größe und die gewünschte Form der Rose erreicht hat. So. Und hier auch noch ein. Jetzt habe ich mir hier so kleine Luftbläschen reingehauen. So. Schwuppsdiwupps haben wir unser Röschen in Dark Violet. Und was meint ihr? Das ist eine schöne Farbe, oder? Also ich finde die wirklich wunderbar. Eine wahnsinnig schöne Farbe. So, und die nächste Farbe. Wieder die Base aufstreichen. Und die lässt sich wirklich sehr sparsam verwenden. Ihr könnt die Base übrigens auch, die härtet ohne Schwitzschicht. Ihr könnt das Ganze auch als Versiegelung nehmen. Die glänzt nämlich richtig schön. Also ihr könnt damit auch versiegeln, wenn ihr das möchtet. So, das ist übrigens nicht das Kautschuk-Gloss. Meine Clubmitglieder denken das jetzt bestimmt. Ich musste das nochmal abändern, weil bei dem Kautschuk-Gloss dann letzten Endes nicht alle Farben zerflossen sind. Und da gab es gewisse Komplikationen. Deshalb gibt es jetzt diese spezielle Base. Wer das Kautschuk-Gel ja, noch zu Hause hat, ihr braucht dann bitte doch diese Base. Also diese Blooming Base, ne? Das nochmal so am Rande. Nicht, dass ihr denkt, ach, ich habe das ja. Und ja, das ist nochmal ein kleiner Hinweis. Also die Zusammensetzung wurde jetzt quasi nochmal abgeändert. So, und mit dem Smaragd mache ich jetzt hier auch mal ein Röschen. So. Zack. Genau das gleiche Prinzip. So, und ihr seht, wie schön das zerfließt. Ich mache jetzt hier mal noch so ein Blättchen. Ich setze mir einfach so einen Klecks. Dann könnt ihr entsprechend warten, bis das Ganze so ein bisschen aufgeht, also zerfließt. Und dann zieht ihr einfach mit dem Pinsel durch diesen Klecks durch und könnt euch so ein kleines Blättchen zaubern. Und wenn ihr dann noch zum Beispiel mit den Pastagelen die Outlines macht, also das Ganze so ein bisschen umrandet, so ein bisschen Schnickschnack dran malt, ja, dann sieht das Ganze richtig, richtig toll aus. So, das war einmal das Smaragd. Und jetzt haben wir noch das Deep Ocean. So, auch hier wieder die Base aufstreichen. So. Und das Deep Ocean aufnehmen. Und auch hier wieder ein kleines Röschen malen. Hoppala, jetzt bin ich hier mit dem Pinsel so blöd ausgerutscht. Ach Gott. So. Und ihr seht auch hier, wie toll das fließt. So. Also ich bin wirklich begeistert von der Technik generell und eben von den Farben, wie schön das fließt. Also das hat man selten. Ich hatte da auch einiges ausprobiert und hatte nie so ein schönes Ergebnis. Und ja, jetzt haben wir endlich sozusagen die richtigen Gele gefunden, die eben so richtig schön fließen. So, und hier das Deep Ocean.
und auch nochmal die anderen Farben. Also ihr seht das jetzt, ne? Also wenn ihr sehr, sehr lange wartet, dann zerfließt das richtig doll und es hat eben auch so ein, ja, so ein Marmoreffekt, was ich persönlich auch richtig toll finde. Also gerade dieses Marmorierte, wenn ihr das jetzt so marmoriert aushärtet zum Beispiel und dann noch ein paar Sticker drauf klebt oder Wassertattoos verarbeitet oder ihr malt was Tolles drauf, das sieht dann auch richtig toll aus. Oder man kann dann hier den Rand, wenn ihr das nicht ganz so weit nach oben setzt, sozusagen als in Anführungsstrichen French und dann noch mit Glitzer arbeiten, dann habt ihr einen wunderschönen Farbverlauf. Also mit diesen Aquarell-Nasse-Nass-Gelen könnt ihr wirklich unglaublich viel gestalten und vor allem auch super genial schnell. Und wer möchte, ihr könnt die auch untereinander mischen. Und man kann das natürlich auch, wenn man gerade so einen Farbverlauf-Effekt haben möchte, man kann sich dann willkürlich Streifen, Punkte oder sonst was setzen, auch mit verschiedenen Farben nebeneinander. Dann hat man halt auch so einen ganz, ganz tollen Farbverlauf-Effekt. Ja, ihr Süßen, das war jetzt schon meine kleine Produktpräsentation. Und ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich von diesen wunderbaren Farben und von den Pinseln, von den Camouflage-Gelen. Und die Pinsel übrigens, achso, das hatte ich vergessen zu erwähnen, das sind Beware-Pinsel. Das heißt, die haben wieder solche Kratzer im Lack, aber ansonsten die Pinselborsten sind einwandfrei und eben durch ihr wunderschönes Design ist das einfach mal ein Muss, wie ich finde. Denn solche Pinsel habe ich persönlich noch nirgends gesehen und ich hoffe, ihr findet die genauso genial wie ich. So, meine Süßen, wie gesagt, ich werde noch fleißig weiter Videos für euch drehen, wo ich natürlich auch nochmal die Blender-Camouflage-Gele und auch die Stamping-Guides richtig präsentieren werde, sodass ihr das wirklich mal sehen könnt, wie das Ganze so funktioniert. Ja, ihr Schnuckis, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, genießt die freie Zeit und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen. Bis bald, meine Süßen. Ciao.